Was findest du solche Pilze meist in Höhlen? Na, hoffentlich werde ich die richtigen Pilze finden. Oh, ich denke doch. Ihr intensiver Farbton wird dir schon zeigen, welche Pilze die richtigen sind. Da dürfte ich aber, ja, ich wollte schon sagen, dürfte ich schon jetzt einige haben. Ich habe die Zutaten für Valines Heiltrank. Sehr gut. Dann werde ich den Trank jetzt brauen. Dauert das lange? Ja. Am besten holst du ihn dir morgen ab. Dann werde ich ihn sicher gebraut haben. Bis dahin ist er verreckt. Habe ich nicht noch eine andere? Nee, eine andere Karte von Chorus habe ich jetzt nicht. Ich schätze, hier ist es. Das ist ja noch einer. War doch zuvor keiner mehr. Ah ne, aber es ist keine Truhe hier. Achten, es ist in der Nähe von der Jägerhöhle. Ne, da muss es hier irgendwo sein. Da bin ich wahrscheinlich noch nicht reingegangen, aus Gründen. Weil ich lieber noch warten wollte. Dann wird das hier diese sein. So, Dandolo. Bereit? Dann los. Hey! Wieder so ein Mistvieh. Scheiße. Hey, ah! Pass auf! Entschuldigung. Ja, vor allem, warum geht der auf den los, hä? Warte mal. Entschuldigung. Naja, guter Tropfen. Ah ja, ah ja. Hier ist der die Truhe, wofür wir den Schlüssel haben. Ah ja. Nicht zu plündern. Da ist nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Okay. Was hatten wir denn noch? Hat er sich irgendwo versteckt? Meinst du? Wie scheint, habe ich noch nicht alles erkundet. Aber was nun? Nee, warte mal jetzt. Ich kann eigentlich nochmal zurückgehen. Dandolo, mach keinen Scheiß. Es fallen noch nicht da rein.
frage mich manchmal, ob der überhaupt noch hinterherkommt. Hey! Ist die Medizin für Valine fertig? Ja, hier ist sie. Nimm. Es hat zwar länger gedauert, als ich dachte, aber der Trank ist fertig geworden. Ja, schon lustig, dass... es war auch Glück. 23 Uhr hier die Quest angefangen, also die Mission eben. Und am nächsten Tag um 12 Uhr, tja, also quasi nur eine Stunde hin, konnte ich mir auch das Ding wieder abholen. Sorry, wenn ich dauernd nachgucke, aber... Dass der Text so eingeknetscht ist, das ist auch so ein Problem, was die niemals behoben werden. Hä? Oder gibt es da wieder irgendein Patch, von dem ich nichts weiß? Ich bringe dir deine Medizin. Ich danke dir. Sie wird mir sicher helfen. Aber was kann ich dir für sie geben? Vergiss es und werde einfach gesund. Das ist sehr großmütig von dir. Die Götter mögen dich dafür schützen. Okay, gut. So, du. Hier habe ich deinen Nerventrank. Danke, Mann. Jetzt werde ich wieder ruhig schlafen können. Hier. 50 Goldstücke hast du dir verdient. Das heilige Buch, das war Petra. Ich habe dein heiliges Buch. Wie? Du hast mein Buch? Aber dann warst du doch in der Kapelle? Sieht wohl ganz danach aus. Hier, dein Buch. Ja, tatsächlich. Hab Dank dafür. In der Kapelle befand sich auch eine Flasche mit heiligem Wasser. Wenn sie noch da ist, kannst du sie gerne nehmen. Denn mehr kann ich dir leider nicht geben. Macht nix. Und? Wie fühlst du dich? Ich habe Angst, ganz große Angst. Ich kann nicht mehr lachen. Es ist alles so furchtbar. Oh ja, wollte nicht mal dran denken, ja. Keine Ahnung. Soll ich jetzt doch mal immer alles abklappern wegen all die Leute? Hier zumindest Vikas werde ich mal noch aufsuchen.
Ja, Wasser. Ach, schön, jetzt fängt es auch an zu siffen. Ich habe da nämlich mal einen Verdacht, dass hier auf dem Weg noch was sein könnte. Nicht? Das wäre auch sonst zu einfach gewesen. Aber pass auf. Unten am Strand ist ja noch eine weitere Höhle, die wir ausgelassen haben. Da würde ich jetzt noch gerne reingehen. Sicher stecken da noch einige Piraten-Goblins. Für ziemliche Soundbugs. Toll, Regen, danke Regen. Warte mal, ich lade nochmal neu. Vielleicht wird es damit besser. Yep. Ich wollte schon sagen, was ist das, ey? Nee, 2,5 ist unmöglich. Da ist noch ein Sonnenaufgang, wo ich zu denken. Na, häng ich denn hier fest? So Leute, wollen wir das Ganze mal von unten machen. Arr, arr, ihr Süßwassermatrosen. Altes. Elite-Piraten-Kapitän-Goblin. Säbel, grober Zweihänder. Säge. Oh, nochmal Eschenbogen. Hätten wir auch schon vorher klären können. Sonst war hier nichts, oder?
Könnte da noch eine Höhle sein, so eine Art Strandhöhle? Nee, ne? Flop. Denn hier? Ey, da musst du auch noch was finden. Ohne Witz. Muss auch noch was sein. Ich lasse es lieber mal, solange Dandolot mit dabei ist. Na geil. Ach man, Dandolo, komm raus da. War jetzt keine Höhle. Ne? Nein. Mensch, der Dolo hat sich befreit. Habe ich zumindest etwas mal hoch. Schwenderig ist mit den Tränken, aber hallo, wie lange soll ich mich denn mit dem Heilen beschäftigen? Allmählich bricht der Morgen auch an. So, gehe ich mal hier oben lang, einfach mal wieder. Halt! Halt, halt, halt! Am Anfang gibt es noch eine Lurkerhöhle. Ganz vergessen, Leute. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas da noch zu finden ist. Könnte eigentlich bei der Gelegenheit noch mal zum Schiff gehen. Ist eigentlich hier auf dem Goblin-Piratenschiff noch zu finden noch? Eher nicht. Warum bin ich denn so schnell irgendwie? Kann doch irgendwie nicht sein.
Ach, Dandolo. Komm doch mal hinterher, Mensch. Inzwischen mal mit Ernst reden? Was bin ich? Immerhin da. Ey, man kann nur sagen, er soll mich zum Schiff bringen, okay. Aber, aber. So. Sehen wir uns mal hier diese Lurker-Höhle vor. Ist. Ja, wird schon stimmen. Nicht zu plündern. Hey, da ist doch wer. Hoffe, da dürfte er sein, denke ich mal. Was? Warte mal. Ach nee, okay. Da ist... jetzt weiß ich, wo man da hinkommt, wenn man da runterfällt. Alles klar. Danke. Wir reden mal. Na, ist es denn die Möglichkeit? Da kommt ja Hilfe. Und sogar ein Soldat des Königs. Ich werd wahnsinnig. Hallo? Na, ich hoffe doch nicht. Tja, du hast ganz richtig vermutet. Ich bin ein Soldat des Königs und... Aber du bist doch nicht allein, oder? Ihr seid doch eine Armee oder sowas. Habt ihr diese haarigen Kerle endlich vertrieben? Hey, Moment. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Sag mir erst in aller Ruhe, was passiert ist und wer du bist. Ehrlich gesagt, der klingt so ein bisschen spöttisch. Ja, ja, schon gut. Mein Name ist Vikas. Die Orks haben unser Dorf überfallen. Da haben mich die anderen Dorfbewohner zur Küste geschickt, damit ich Hilfe aus Korana holen kann. Doch zu meinem Pech entdeckten mich die Orks. Da bin ich gerannt, als wäre Belia selbst hinter mir her gewesen. Leider aber bin ich mal wieder durch dieses verdammte Loch da oben gefallen und in diese Höhle gestürzt. Ich bin wirklich ein Pechvogel. Okay. Wieder in diese Höhle gestürzt? Wieso? Das musst du mir genauer erklären. Ach, ich bin vor längerer Zeit schon einmal in diese blöde Höhle gefallen. Damals hatte ich mich ganz schlimm verletzt gehabt. Wenn da nicht dieser Garrick aufgetaucht wäre, dann... Aber das ist eine andere Geschichte. Garrick? Das interessiert dich bestimmt nicht. Oh, nee, doch. Wenn ich ehrlich bin, wirklich nicht. Dachte ich mir. Nun, ich bin froh, dass dieser Sturz nicht so schlimm war. Ich konnte mich zwar eine Zeit lang nicht rühren, aber jetzt geht es wieder. Schön. Und warum bist du dann noch hier? Na, weil hier unten am Strand auch diese Orks herumlungern. Und dann kamen noch die Lurker und Strandläufer. Da blieb ich besser hier. Von dir habe ich schon gehört. Du wirst bereits vermisst. So richtig Sorgen gemacht haben sie sich allerdings nicht. Naja, kann ich ihnen nicht verdenken, wenn ich ehrlich bin. Manchmal habe ich keine Lust, hart zu arbeiten und habe mich dann jedes Mal beim Pilze oder Beeren sammeln verirrt. Daher werden sie sich auch dieses Mal gedacht haben, dass ich irgendwo hängen geblieben bin. Den Ruf habe ich nun mal weg. So, komm. Kamen die Orks mit einer Flotte nach Korus? Nein, Mann, sie sind hierher geschwommen. Natürlich sind sie mit einer Flotte gekommen. Was glaubst du denn? Gar nicht. Hey, du solltest mal nicht den Mund so aufreißen, sonst werde ich sofort wieder gehen. Mann, bist du empfindlich. Aber bleib bitte, es war nicht so gemeint. Du hast wahrscheinlich deine Gründe, mich so zu fragen. Ja, habe ich. Also was ist? War eine Flotte da? Und wenn ja, ist sie noch hier?
Ja, es war eine große Flotte, die vor Korus erschien. Aber ob sie noch da ist, keine Ahnung. Mann, waren wir überrascht. So viele Orkschiffe hatten wir noch nie gesehen. Nun, wir dachten uns zunächst, dass die vorhat, auf Corona zu landen. Aber dann machten die Orks Landungsboote klar. Da machten wir uns natürlich sofort aus dem Staub und flohen zur alten Turmruine. War mal ein alter Armeeposten gewesen. Ist aber schon lange her. Na, dann erst einmal danke für die Auskunft, Vikas. Gern geschehen, Mann. Aber jetzt verrate mir doch endlich, wie stark eure Rettungstruppe ist. Halt, lass mich raten. 100? Tja, ich fürchte, damit liegst du komplett falsch. Dann wird es aber eng für euch, Leute. Aber 50 seid ihr doch mindestens. Nee, also ich zähle für 100, so gesehen. Also, beziehungsweise Dandolo und ich. Ja gut, eher mit Dandolo. Der zählt schon eher für 50. Auch nicht. Zunächst sind wir nur zu dritt. Wie bitte? Ich glaube, ich habe mich verhört. Du willst mich jetzt wohl auf den Arm nehmen, was? Habe ich nicht vor. Wir sind nur die Vorhut und haben den Auftrag, lediglich Erkundigung hier einzuziehen. Ich fass es nicht. Das ist ja mal eine tolle Hilfe. Na, dann kann ich hier ja schon mal überwintern. Jetzt beruhige dich mal. Vielleicht können wir drei euch ja helfen. Und wenn nicht, dann werde ich unserem Kommandanten, Lord Baldwin, bitten,